Ja, wie richtet man eine Apple Watch eigentlich ein? Es gibt ein paar Fallstricke, ein paar Tricks und das Wichtigste von allem, man braucht ein bisschen Zeit. Ich sage immer, man soll sich so eine halbe Stunde Zeit nehmen. Eine Apple Watch kann man nicht einfach so schnell husch husch zwischen Tür und Angel installieren. Nein, das braucht ein bisschen Zeit und es lohnt sich auch, sich Zeit zu nehmen. Darum dachte ich, komm, wir machen mal wieder ein Video, wo wir eine Apple Watch zusammen einrichten. Wir haben das vor 2 Jahren schon mal gemacht. Inzwischen hat Apple so einiges geändert, darum Zeit für eine neue Ausgabe von Wie richte ich die Apple Watch ein? Wir machen das Schritt für Schritt zusammen und keine Sorge, es ist nicht so kompliziert, wie man vielleicht denken möchte und es ist auch nicht ganz so einfach, wie man vielleicht meint. Also schauen wir zusammen. Als erstes kommt da die Box, ist eine 9er. Die Box ist ein bisschen kleiner. Öffnen. Übrigens sehr schön gemacht wieder. So. Und nicht wundern, man kriegt 2 Boxen. Eine ist das Armbandbox und das andere ist die Uhrenbox. Das macht Apple jeweils getrennt, weil sie so einfacher Pärchen machen können. Wenn alles in einer Box ist, ist es ein bisschen schwieriger. So können sie individueller Sachen verschicken. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Armband an. Chip. Jetzt in meinem Fall. Ist ein Klettverschlussarmband. Und dann haben wir noch die Uhr. Und die kommt so daher. Was man noch beachten muss bei der Uhr ist jeweils ein Ladekabel, ein Ladepack dabei, aber kein Netzteil. Netzteil muss man noch extra haben, aber ist ein USB-C, was man inzwischen vermutlich schon zu Hause hat. Sonst muss man da noch gucken, dass man sich ein USB-C-Netzteil organisiert. Aber das Ladekabel brauchen wir jetzt nicht. Wir wollen es ja nur einrichten. Also nehmen wir die Uhr. Die kommt da jeweils so in einem Karton drin. Wenn sich Leute wieder beklagen, Raphael reißt den so lieblos auf. Aber wir haben hier ja nicht unendlich Zeit. Auch wenn wir uns eine halbe Stunde Zeit nehmen wollen. Dann das Armband einsetzen, kann man einfach so reinschieben. Und wenn es schnappt, klickt es auch noch. Nochmal. Klick und schon haben wir die Uhr zusammengesetzt. Das war relativ einfach. Was sich jeweils noch schnell lohnt, ist einfach sicherheitshalber schnell mit dem Finger überall ein bisschen drum zu fahren, um die Uhr, ob der Bildschirm richtig eingesetzt ist, ob es nicht irgendwo Kanten hat, die unschön sind. Ich hatte auch schon ein Modell der Apple Watch gekauft, wo der Bildschirm nicht ganz perfekt drin war, wenn man da mit dem Finger drüber gestrichen hat. Je eher man sowas bemerkt, desto eher kann man reklamieren, aber nein, hier ist alles tadellos und wir können sie einschalten. Da unten ist der Power-Knopf, drücken wir lange drauf, 1, 2, 3, 4 und los geht's. Hier kommt das Apfelsymbol. Jetzt fährt die Uhr hoch, müssen wir schon mal ein erstes Mal warten. Ja, wir werden in diesem Video noch das eine oder andere Mal zusammen warten. Hin und wieder werde ich dann vermutlich auch ein bisschen Zeitraffer machen, das Ganze ein bisschen schneller laufen lassen, nicht, dass wir da allzu lange zusammen warten müssen. Aber das Hochstarten sollte eigentlich relativ flink gehen. Aber, ja, sie ist schon soweit. Jetzt, die Uhr erklärt es auch jeweils sehr, sehr gut, finde ich. Sie verlangt jetzt nach dem iPhone. Also halten wir das entsperrte iPhone daneben und schauen mal, ob es findet. Es kann manchmal ein bisschen dauern. Ah, jetzt hat es. Weiter. Und ihr habt gesehen, ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach die Uhr eingeschaltet, das iPhone entsperrt und daneben gehalten. Jetzt muss man entscheiden, für wen man die Uhr konfigurieren möchte. Für sich selbst oder für ein Familienmitglied. Wir sind jetzt mal egoistisch und konfigurieren sie für uns. Das ist immer ein bisschen einfacher. Jetzt ist der QR-Code gefragt. Jetzt macht die Uhr hier diese Pünktchenwolke und wir halten das Handy darüber. Das ist jetzt hier im Studio ein bisschen schwieriger, weil es ein bisschen reflektiert. Und es auch noch halbwegs in der Kamera sein sollte. Ja, jetzt hat es geschafft. Und es kann losgehen. Jetzt hier kann man entscheiden, was man alles detailliert einstellen möchte. Siri und so weiter und so fort.
Weil, ja, ich habe ja schon eine Apple Watch, darum fragt er mich jetzt hier nicht mehr ganz alles. Wir tun jetzt aber Einstellungen anpassen. Als neue Apple Watch konfigurieren. Und jetzt machen wir alles zusammen, so wie es bei euch ausschaut. Das kommt nämlich, wenn man nicht schon eine Apple Watch hat, weil ihr seht's ja, ich habe ja schon eine. Also, wir entscheiden als erstes linkes Handgelenk. Dann nicht erschrecken, wenn es nicht sofort weitergeht. Hier oben hat es ein kleines Drehrädchen, was ein bisschen dauert. So, die ganzen Geschäftsbedingungen nehmen wir an. Jetzt auch wieder, jetzt habe ich akzeptieren gedrückt und es passiert nichts. Doch, da oben dreht das Rädchen. Fühlt sich manchmal so an, als wäre das iPhone kurz eingefroren. Ist es nicht, es ist nur nicht besonders schön gemacht. Jetzt muss man wieder warten. Dies kann einige Minuten dauern, sagen sie. Hat aber jetzt nicht einige Minuten gedauert, ist jetzt ziemlich schnell gegangen. Jetzt muss man einen Code einstellen. Oder man kann es auch sein lassen, wenn man die Uhr nur für sich selber verwendet, nichts Wahnsinnige, keine Kreditkarten drauf machen will und solche Sachen, kann man das auch weglassen. Ich habe bei manchen Familienmitgliedern den Code auch schon weggelassen, aber prinzipiell empfehle ich sehr, einen Code drauf zu machen. Ich habe meine Uhr auch mit Code gesichert. Wir sichern die jetzt auch mit einem Code. Code erstellen und das machen wir dann wieder auf der Uhr. Wir machen jetzt einen ganz komplexen 1111. Apple sagt natürlich, aufgepasst, das ist ein blöder Code. Willst du den wirklich? Aber wir wollen jetzt wirklich den nur fürs Video verwenden. Dann nochmal, dass ich mich auch nicht vertippt habe. Und jetzt kann es weitergehen. Hier kann man nun auch einstellen, wie man die Schriftgröße hätte. Gerade wenn man ein bisschen Mühe hat, die kleine Schrift zu lesen, kann man sie hier größer einstellen. Aber man kann es natürlich auch später noch nachträglich ändern. Ist nicht so, dass das in Stein gemeißelt wäre. Fortfahren. Geteilte Einstellungen. Dann nutzt es einfach dieselben Einstellungen, die auch das iPhone nutzt. Aber weil wir hier eh keine Option haben, klicken wir das einfach weg. Ja, da seht ihr noch mein Geburtsdatum. Chip. Übrigens keine versteckte Aufforderung, mir Sachen zu schicken. Dann, hier kann man entscheiden, ob man Infos erhalten möchte über Gesundheit und laute Geräusche. Ich lasse es jeweils aktiviert, aber wenn es einem nervt, kann man es auch jetzt schon ausschalten. Aber ich schlage vor, solche Sachen erst zu deaktivieren, wenn sie einem wirklich nerven. Kann man ja alles nachträglich auch noch. Hier wird noch gefragt, ob man Herzmedikamente nimmt. Ich nehme jetzt keine. Hier wird nochmal erklärt, was die Uhr alles für Notrufe erkennen kann und wann sie den Notruf ruft. Drücken wir auf Fortfahren. Hier kann man Mobilfunk konfigurieren. Falls man ein Modell hat, was selber ins Handynetz kann, kann man das hier einrichten. Machen wir jetzt nicht, weil ich habe einen komplizierten Business-Handy-Vertrag und da muss ich jeweils telefonieren dazu. Darum lassen wir das mit dem Mobilfunk weg. Und seien wir ehrlich, die meisten Leute brauchen das auch gar nicht. Habe ich mal ein Video dazu gemacht, wo ich Vor- und Nachteile von Mobilfunk auf der Apple Watch erklärt habe. Später. Jetzt hängt es auch wieder, aber eben hier oben dreht das kleine Rädchen und es geht weiter. Jetzt könnten wir noch Apple Pay einrichten, aber wir haben ja keine Kreditkarten, die wir jetzt hier drauf machen wollen. Darum später konfigurieren, das hier unten versteckt. Und jetzt wird die Uhr synchronisiert. Das ist jetzt so der Moment, wo man ein bisschen Geduld haben muss. Aber ihr seht schon, der Kreis ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Sag bloß, wir haben es schon. Die Uhr startet jetzt nämlich neu. Nein, sie hat nur den Bildschirm ausgeschaltet. Sollte ich gerade sagen, das wäre ja rekordverdächtig schnell, wenn es plötzlich so schnell ging. Derweil kann man hier die Uhr noch kennenlernen. Ah, jetzt kommt schon der Hinweis, dass die Uhr zu meinem Account hinzugefügt wurde. Und hier sieht man nun Erklärungen, was WatchOS 10 alles kann. Da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht mit den wichtigsten Funktionen von WatchOS 10 übrigens. Das Benutzerhandbuch ist hier. Wie man die Uhr personalisieren kann, erklären sie, wie man Zifferblätter einstellt, dass man ein bisschen Abwechslung hat. Ja, ganz, ganz viele Sachen. Das wollen wir jetzt alles nicht. Aber sie weiß, ein guter Trick, um sich ein bisschen die Zeit zu vertrödeln, wenn man wartet, bis da der Ring komplett geschlossen ist. Fertig. Und jetzt können wir da zugucken, bis sich der Ring schließt. So. Ich würde sagen, das ruft jetzt nach einem Zeitraffer-Einsatz. Wir haben jetzt 11.14 Uhr.
Ah, es hat geklingelt. Hello, hallo. Starten. Jetzt kriegen wir noch die Erklärung, wie es funktioniert, genau. Da sind die Apps. Und wieder zurück. Kontrollzentrum. Und zurück. Was erklären Sie noch? Ah, die Widgets natürlich. Von unten nach oben dreht, genau. Willkommen bei der Apple Watch. Und schon haben wir die Apple Watch eingerichtet. Was sich jetzt noch lohnt zu machen, ist was Kleines, aber Feines. Wir haben nämlich gesehen, wenn wir die Krone drücken, kommen wir in die App-Ansicht. Und hier lohnt es sich hin und wieder ein bisschen auszumisten. Vielleicht hat es Apps, die wir auf der Uhr wirklich nicht haben wollen. Beispielsweise, was wollen wir nicht? Ah, Halit, die Kamera-App brauchen wir jetzt wirklich nicht auf der Uhr. Jetzt kann man einfach lang den Finger draufhalten und da aufs kleine X drücken, was ich jetzt prompt nicht getroffen habe, was ein bisschen mühsam ist auf der Uhr. Ich empfehle, wenn die Uhr eingerichtet ist, noch schneller bei den Apps durchzugucken, welche man wirklich braucht. Das macht man am besten auf dem iPhone. Da unten haben wir nämlich die Liste mit den Apps, die er alle installiert hat. Und was wollten wir rauswerfen? Halit wollten wir rauswerfen. Da kann man einfach sagen, auf Apple Watch anzeigen. Nein, wollen wir nicht. Weg von der Apple Watch. Maestro brauche ich darauf auch nicht. Weg. Und falls man es dann doch wieder haben möchte, kann man es immer noch installieren. Gerade wer sehr, sehr viele Apps schon hat und die dann alle auf der Apple Watch hat, das macht die Sache nur ein bisschen unübersichtlich. Und wenn man sie eh nicht nutzt, lohnt es sich da ein bisschen auszumisten. Ja, die Apple Watches haben inzwischen mehr als genug Speicherplatz, also das sollte kein Problem mehr sein. Aber ich finde trotzdem, ein bisschen ausmisten bei den Apps ist sehr, sehr hilfreich. Das andere, was ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, wir machen es auch auf dem iPhone, ist ein bisschen bequemer. Gibt es nämlich die Funktion Mitteilungen. Da lohnt es sich auch noch ein bisschen Zeit reinzustecken. Da kann man nun entscheiden, welche Apps einem alles Hinweise auf die Uhr schicken sollen. Und ihr seht, hier hat es ganz, ganz viele. Beispielsweise TikTok brauchen wir wirklich nicht auf der Uhr. Was soll ich damit? Oder was pfeffern wir noch raus? Instagram wählen wir auch nicht. Das Entscheidende an der Apple Watch ist, ja, viele Leute schreiben mir jeweils, ah, diese Apple Watch ist mir viel zu nervös. Die ganze Zeit bling, 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 bling und Benachrichtigungen. Ja, das kann schon sein, weil standardmäßig, ihr habt es gesehen, sind alle eingeschaltet. Hier lohnt es sich wirklich, wie gesagt, wir haben uns ja eine halbe Stunde Zeit genommen und wir sind jetzt deutlich drunter. Diesmal inzwischen geht es viel, viel schneller mit dem Installieren der Apple Watch, aber kann sich immer ein bisschen variieren, je nachdem, wie schnell das Internet auch ist, was man hat. Aber wir haben noch genug Zeit in unserer halben Stunde, um sich ein bisschen hinzusetzen und wie gesagt, an den Mitteilungen zu schauen, welche Apps man wirklich auf der Uhr haben möchte oder welche Apps wirklich Benachrichtigungen auf die Uhr schicken dürfen. Da lohnt es sich wirklich sehr, sehr streng auch zu sein. Ich habe praktisch nichts, was Benachrichtigungen auf die Uhr schicken darf. So weiß ich immer, wenn die Uhr mir eine Benachrichtigung schickt, ist sie auch wichtig. Das lohnt sich wirklich hier nochmal Zeit damit zu verbringen. Ansonsten, würde ich sagen, frohes Ausprobieren, viel Vergnügen mit der Apple Watch und falls ihr Fragen habt, ungeniert immer da unten in die Kommentare schreiben. Ich bin da ja auch immer froh, wenn mir die Leute Fragen schicken, weil dann sehe ich, was funktioniert im Alltag, wo müsste man vielleicht mal wieder ein Video oder einen Artikel dazu machen und das ist immer sehr, sehr spannend. Also ungeniert Fragen stellen, falls das Video gefallen und hilfreich war, Daumen nach oben, weil ihr findet, diese Apple Watch, das habe ich schon 100 Mal eingerichtet, das brauche ich doch nicht. Ja, dann war das Video eben auch nicht für dich. Ich würde auch kein Video anklicken, wie man eine Apple Watch einrichtet. Ich weiß nicht, wie viele ich schon eingerichtet habe seit der allerersten Meinung. Ich habe neulich mal wieder eine Liste gesehen, wie viele Apple Watches da mit meinem Konto im Verlauf der Jahre verknüpft waren. Ja, es waren einige, aber das müssen wir jetzt nicht alles aufließen, das dauert zu lang. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, unbedingt Abo abschließen und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.